ESTV, Videos aus der Region. Mein Name ist Conny Nicolai, bin seit 20 Jahren Tierpfleger hier im Tierheim Esslingen und schon viele, viele Jahre für die Hunde zuständig und auch ausgebildete Tierpsychologin. Und wir wollen jetzt heute ja Jamur und Atesh vorstellen, unsere beiden Kangals. Die beiden sind Geschwister, sie werden am 6.12. werden sie 5 Jahre alt. Also sie sind noch nicht sehr alt, aber schon völlig fertig in ihrem Verhalten und auch ausgewachsen. Die beiden sind seit dem 23.08. bei uns und sie wurden abgegeben, weil die Leute einfach keine Zeit mehr für die Hunde haben. In der Familie war die Möglichkeit nicht mehr, dass sie bleiben konnten. Die beiden sind ja erst frisch bei uns, deshalb sind sie noch nicht kastriert. Das würden wir aber natürlich noch übernehmen. Sie sind für Kangals gar nicht so riesengroß. Er hat 48 Kilo, sie hat 45 Kilo. Sie sind beide sehr, sehr nett mit Menschen, auch mit fremden Menschen. Die beiden können mit Kindern, sie kennen Kinder. Natürlich muss man da auch ein bisschen auf die Größe achten, aber grundsätzlich können sie super mit Kindern, auch mit ganz kleinen Kindern, wurde uns so von der vorherigen Familie gesagt. Beide sind sehr verschmust und können auch einige Grundkommandos und was sie suchen, wäre am besten ein Gelände, das sie gerne bewachen können. Seither auch haben sie in einem Hof gelebt, beziehungsweise in einem Innenhof und könnten auch draußen bleiben, wobei sie es natürlich schätzen würden, auch mit in die Wohnung zu dürfen. Sie sind stubenrein, grundsätzlich verträglich mit anderen Hunden. Sie bellen auch nicht viel. Kleine Hunde muss man natürlich wegen Größenverhältnissen ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten gehen sie super gerne Gassi und sind auch recht folgsam. Sie fahren auch sehr gerne im Auto mit. Also sie kommen gern mit zum Ausflug und würden ihre Menschen auch gern öfters begleiten und nicht nur im Hof sitzen.